Hallo an alle Space Cowboys da draußen, hier ist Tagen Geritz von Gamers Global und ihr seht die Preview zu Outriders, dem neuen Koop-RPG-Shooter von People Can Fly. Auf einem Preview-Event konnte ich Outriders 3 Stunden allein und im Team spielen. Die Prämisse des düsteren Sci-Fi-Abenteuers: auf dem wilden Planeten Enoch will die Menschheit neu anfangen. Was dort tatsächlich anfängt, sind aber blutige Ballereien mit einem gelungenen Gameplay-Twist. Aber von vorne. Als erstes erstelle ich meinen Outrider, so nennt sich die Vorhut der Planetenkolonialisierung. Im Prolog geht es zunächst ruhig zu, bis ich eine Anomalie finde. Mysteriöse Stürme wüten plötzlich, die ersten Konflikte brechen aus. Als mein verwundeter Outrider 30 Jahre später aus dem Kälteschlaf aufwacht, gibt es statt Friede, Freude, Neuanfang eher Verhältnisse wie in Mad Max. Alte Kameraden schicken mich auf Mission, um viel Blei an Menschen und Kreaturen zu verteilen. Das langfristige Ziel ist, die Quelle der Anomalie zu finden. Laut den Entwicklern wird die Story von Outriders in sich geschlossen sein und soll mindestens 40 Stunden beschäftigen. So whether you like it or not, you're stuck here in the mud and shit like the rest of us. Was ist nun der angekündigte Twist? Mein Outrider hat dank der Anomalie Superkräfte, die den Einsatz der Feuerwaffen in Deckungsshooter-Manier ergänzen. Welche das sind, lege ich mit der Klassenwahl fest. Pyromancer fackeln gerne. Devastator schlagen mit mächtigen Erdfähigkeiten zu und Trickster verlangsamt zum Beispiel Gegner mit ihrem Raumzeit-Schabernack. Dazu kommt noch eine unbekannte vierte Klasse. Die Fähigkeiten laden sich flott auf und sind häufig im Einsatz. Pro Klasse wird es 8 geben, von denen je 3 zu einem Set kombiniert werden. Es motiviert, den besten Nutzen für die Moves zu finden. Zum Beispiel weiche ich mit der Flugattacke des Devastators praktischerweise Granaten aus. Im Dreierteam ist es reizvoll, sich abzusprechen, um das meiste aus der Kombi aller Kräfte herauszuholen. Jede Klasse begünstigt gewisse Spielstile. Devastator hauen mit einem Schlag viele Gegner hinter einer Deckung um, während die Flammerei des Pyromancer besser auf mittlere Distanz funktioniert. Jede Klasse heilt sich zudem anders. Pyromancer etwa, wenn von ihnen angezündete Gegner sterben. Beim Ausprobieren spielte sich jede für mich etwas anders. Der Skilltree mit 3 Spezialisierungspfaden soll dafür sorgen, dass sich auch bei einem Team mit zum Beispiel 3 Trickster nicht alle gleich spielen. Die Gegner glänzen nicht gerade mit Intelligenz oder Selbsterhaltungstrieb, machen aber gut Druck. Durch das Zusammenspiel ihrer Angriffsmuster und gut gesetzte Spawnpunkte muss ich immer wieder meine Position verändern. Besonders bei ebenfalls mit Kräften gesegneten Captains ist gute Beinarbeit angesagt. Aber meine offensiven Skills bieten mir ebenso Anreiz, nicht nur in der Deckung zu hocken. Der Boss am Ende der Event-Demo fordert mein Team richtig. Mal lässt er eine ganze Reihe von Blitzen los, vor denen wir davonlaufen. Mal macht er Deckungen unbrauchbar, indem er den Boden darum unter Strom setzt. Allerdings hat der Kampf eine ermüdende Viertelstunde gedauert. Der Grund: wir haben Nebenquests verpasst und damit die Chance auf bessere Wumm. In Outriders steigt nicht nur die Stufe meines Helden, sondern auch die der Welt. So schaltet man die 15 Schwierigkeitsgrade frei. Entscheide ich mich für schwerere Weltstufen, ist auch das Loot besser. Allerdings muss ich zeigen, ob People Can Fly auf höheren Stufen mehr anbieten wird, als aus den Gegnern einfach Kugelschwämme zu machen. Weitere RPG-Elemente neben Stufen und Skilltree sind in guter Loot-Shooter-Tradition Waffen und Klamotten mit immer besseren Effekten. Zum anderen legt der polnische Entwickler viel Wert auf die Geschichte und Dialoge. Das zeigt sich an den aufwendigen Zwischensequenzen. Aber die Story kollidiert mit dem Koop-Fokus. Bin ich nicht der letzte Outrider? Warum hüpfen dann außerhalb von Zwischensequenzen 3 von meiner Sorte rum? In Sachen Grafik habe ich nichts zu meckern. Die Superkraft, Blitzgewitter und Gore-Effekte ballern ordentlich rein und die Umgebungen sind sehr detailliert.
Daher bin ich gerne in der Hubstadt im Startgebiet herumgestreunt. Outriders erscheint sowohl für Next Gen als auch für PS4 und Xbox One. Bei aller Schönheit der PC-Demo solltet ihr also keinen grafischen Next Gen-Wow-Effekt erwarten. Damit komme ich zu meiner Einschätzung. Meine erste Überraschung mit Outriders war der Prolog, der sich Zeit für die Figuren nimmt. Am Ende des Tages sind mein Held und seine Mitstreiter dennoch vor allem coole Sprücheklopfer in einer Sci-Fi-Welt, in der es blutig und dreckig zugeht. Oh, come on! I was right in the middle of my line. You were taking too long. Ich persönlich finde es ja unbefriedigend, wie in Loot-Shootern bei Treffern nur Zahlen über den Köpfen der Gegner tanzen. Dass ich trotz genau dieser Sache so einigen Spaß mit Outriders hatte, ist meine zweite Überraschung. Es macht Laune, die Skills zu nutzen. Dafür muss ich aber aus der Deckung und danach wieder abtauchen. Das bringt Dynamik ins Spiel. Aber auch die blutigen Gewalteffekte haben mir die Gefechte gegen die lebensmüde KI versüßt. Am besten gefiel mir Outriders im Koop. Laut People Can Fly sollen auch Solisten voll auf ihre Kosten kommen. Ob das zutrifft, wird aber in der Praxis auch von der Güte des Balancing in Relation zur aktuellen Spielerzahl abhängen. Meine aktuelle Einschätzung von Outriders lautet daher gut. Diese Preview gibt es als Video, Audio und Text. Weitere Infos findet ihr wie immer auf www.gamersglobal.de.